Einen ganz herzlichen Gruß aus dem Rathaus. Ja, in diesen Tagen sind wir bei der Sitzungsfolge im Juni. Das heißt, es finden Ausschüsse statt, teilweise in Präsenz, teilweise aber auch über Zoom, wo es um alle wichtigen Fragen geht, die wir zurzeit auch mit Beschlüssen im Rat am Ende des Monats, am 30.06. auf den Weg bringen wollen. Es geht um das Thema Digitalisierung, es geht um das Thema Kita-Plätze, Ausbau und Weiterentwicklung und es geht um das Herdenforum, also alles wichtige Projekte, die für die nächsten Jahre für Herden ganz bedeutsam sind, werden zurzeit in den Ausschüssen und auch im Rat beraten und entschieden. Was Corona betrifft, sind wir im Moment in der Situation, dass die Zahlen etwas zurückgehen, kreisweit auch in Herden. Und das ist eine schöne Entwicklung. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, dass wir mit unserer Kommunikationsinitiative gemeinsam stark gegen Corona beginnen und das auch die nächsten Monate fortführen wollen, weil wir auch nicht wissen, wie es mit Corona weitergeht und weil wir das Bewusstsein in der Bevölkerung, weiter achtsam zu sein, weiter stärken möchten. Das heißt, in diesen Tagen geht auch die entsprechende Internetseite auf Sendung, wenn ich das mal so sagen darf, so dass man alle wichtigen Informationen dort auch noch mal erhalten kann. Wir werden darauf hinweisen, auch für Menschen, die vielleicht die deutsche Sprache noch nicht so gut verstehen, sodass wir den Informationsstand in der Bevölkerung und auch in den Bereichen, wo wir denken, dass wir noch mal verstärkt informieren müssen, dass sich diese Situation da auch verbessert. Ja, dann in diesen Tagen, also heute, beginnen die Schulentlassfeiern. Heute ist die Schulentlassfeier im Gymnasium. Das ist natürlich für viele Kinder und Jugendliche ein ganz besonderer Tag. Und ja, ich freue mich, dass wieder für einige ein neuer Lebensabschnitt beginnt, auch wenn die letzten Monate, was das Lernen angeht, sehr schwierig war für die Jugendlichen, für die Kinder, für die Eltern, aber auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Das war eine schwere Zeit und umso schöner, wenn es jetzt in die nächste Lebensphase geht. Und ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern, die jetzt mit einem neuen Lebensabschnitt beginnen, sei es in Form einer Ausbildung oder des Studiums, alles, alles Gute. Und Ihnen machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.